Wir spielen Stranded Deep, meine Lieben. Weiter geht's. Ihr seht schon, ich habe uns nach Hause gebracht wieder. Lass uns nicht drüber reden, wie das lief. Ich glaube, 45 Minuten habe ich gebraucht. Unangenehm, aber egal. Gut, sei es drum. Ich habe es geschafft und ich habe es wiedergefunden. Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, wir müssen das Spiel löschen und deinstallieren, wie immer. Und, aber, gute Nachricht, ich weiß jetzt, wie wir zum nächsten Endboss kommen. Das ist doch schon mal was, oder? Immerhin. So, ich habe ein bisschen... Oh mein Gott, wartet mal. Das muss ich euch vor... Bevor wir anfangen, muss ich euch das zeigen, was hier jetzt los ist, ey. Oh mein Gott. Floß habe ich schon ein bisschen leerer geräumt, weil, kostet sonst eine Zeit. Wo lang müssen wir? Hier, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Uno momento. Guckt euch das mal an. Oh mein Gott, unangenehm, oder? Ei, was hier passiert? Gott, macht einfach die Augen zu und ignoriert. Hier, ich habe schon mal ein bisschen Tank nachgemacht. Brauchen wir aber nicht, weil ich habe schon wieder aufgefüllt. Hab alles vorbereitet für uns. Ich wollte euch nur kurz dieses erschreckende Chaos zeigen. Gut, hauen wir direkt wieder ab. Ich habe leider nichts auf der Hand. Guckt mal, ist alles leer hier. Wir können nicht kaputt hauen oder so. Ich würde sagen, ich drehe uns mal das Floß. Fahre zum Endgegner, zum nächsten Endgegner. Wir sind perfekt vorbereitet, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und dann hole ich euch einfach wieder rein, ne, wenn ich den Endgegner, Endboss in Sicht habe. So in 2 Stunden sehen wir uns dann wieder, okay? Super. Bis dann. Herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Seht ihr, was ich sehe? Wartet, wartet, wartet. Der nächste Endgegner. Sehr schön. Ich denke, wir sollten uns so langsam mal vorbereiten, bevor wir dran vorbeifahren. So, leere Kiste wäre natürlich hervorragend. Guck mal, das packen wir erstmal kurz aus, das auch. Und dann müssen wir mal kurz kontrollieren, was war alles dabei. Wir haben eine Menge dabei, aber was genau, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Okay, das nehmen wir auf die Hand. Die Dinger nehmen wir auch schon mal auf der Hand. Die auch, cool. Guckt mal, genial, oder? Wie viel auch noch. Und natürlich, ihr seht schon, es wird dunkel. Es wird dunkel. Schön. Gut geplant. Wir müssen mal ein bisschen... ja, ich denke, damit sollten wir es doch schaffen. Aber wie geht's dem Herrn von uns an? Sehr schön. Geht gut. Wir müssen ein bisschen nach rechts, bitte. Ja, noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Ja, so ist okay, denke ich. Und einfach geradeaus, Herr von uns zu Anzugträger. Kriegst du das hin? Puh, ich bin bereit. Wir sind bereit. Okay, womit fangen wir an? Mit dem Ding fangen wir noch nicht an, denke ich. Wir fangen erstmal mit den Speeren an. Speere? Speere? Hatten wir schon mal das Thema. Ist egal. Falls ihr euch daran noch erinnert, da ist der Herr von uns zu Anzugsträger einfach mal in den Tod gesprungen, weil er Lust drauf hatte. Wollte er einfach so und haben wir dann auch so gemacht. So, warte mal, wir lassen uns direkt daran docken. Dann gucken wir mal, wer da auf uns wartet. So. Luschka, der Große. Okay, okay, halt, stopp. Halt, stopp. Herr von uns zu Anzugsträger. Ist natürlich perfekt geplant, jetzt, dass es schon wieder dunkel wird hier. Aber wir... Oh, hat das Ding Licht? Das ist cool. Das mag ich. So, Leute. Oder haben wir hier eine Laterne drauf? Nee, oder? Aber, wartet mal, ich hatte doch hier... Oder habe ich die runtergepackt, die Kiste? Guckt mal, wir können uns voll Licht machen. Gar kein Thema. Wartet mal kurz. Dich packen wir mal aus, die brauchen wir gerade nicht. Hey. Und jetzt nimm mal eine Laterne. Guck mal, wir machen uns hier ein bisschen hell, damit wir ein bisschen gescheiter sehen. Hier. Da. Machen wir hier auch nochmal Licht. Und super, oder? Von hier vorne kämpfen wir. So, möchte der herkommen oder müssen wir jetzt den erst holen? Was sagt ihr? Wir haben gar keine Laterne auf der Hand. Eine Lampe. Wartet mal kurz, wartet mal kurz. Ich ging davon aus, perfekt vorbereitet zu sein. Aber ich habe mal wieder gelogen. Ich habe doch nicht gelogen. Guck mal hier. So, wir wagen mal kurz den Sprung ins Wasser und... Gut, wir sehen gar nichts. Ist er das? Was ist das denn? Oh, ich habe Angst. Oh mein Gott, ich habe Angst. Ich habe Angst. Was da? Ich habe Angst ein bisschen. Was war das? Okay, wir müssen, glaube ich, gucken. Wie geht's denn dem? Ja, der wird jetzt nicht sterben von einem Biss, oder? Oh, ich habe so Angst, ins Dunkle zu schwimmen. Alter, mein Gott. Ich krieg die übelsten Paranoia deswegen. Okay, hier ist irgendwas, aber was ist das? Okay! Lukas, der Große, hat es richtig auf uns abgesehen. Was war das? Das war ekelhaft.
Ich bin komplett überfordert. Was habe ich denn jetzt gemacht? Lukas? Lukas, du bist ja ekelhaft. Was hast du denn für Tentakel? Hat der Tentakeln? Bäh. Alles klar. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ekelhaft. Ekelhaft. Ich dachte, der... Lass mal dein Tentakelbein gesehen. Nee, damit habe ich nicht gerechnet. Habe ich den denn schon mal gemacht? Da ist er. Ih, du bist ekelhaft. Boah, du bist ekelhaft. Den treffen wir ja nicht mal. Okay. Den sieht man aber ganz gut. Das ist freudige Abwechslung. Okay, wir müssen vorne im Licht bleiben. Das ist ja ekelhaft. Der hat ja... wieder auch auf Kopf. Okay, wir machen es so. Wir haben 25.000 Mal getroffen, glaube ich. Das war gut. Nein, lass mich mit deinen Tentakeln in Ruhe. Bitte. Das ist nicht mein Ding hier. Okay. Wow, der, wow. Entspann dich mal, Bruder, Alter. Was ist los mit dir? Was ist denn los mit dir? Okay, seine Tentakeln sind gefährlich. Kann man nicht anders sagen. Aber unsere Speere auch. Unsere Speere sind auch gefährlich. Oh. Ich erschrecke mich ein bisschen zu doll. Warte, ich muss mal erstmal runter. Oh, nee, ich muss mal erstmal runterkommen. Wie geht's dir denn? Bis passt. Puh. Okay, nervös. Okay, da schwimmt er. Ganz schlecht zu sehen, ganz schlecht zu sehen. Hoch damit dir, Herr von uns zu an. Oh Gott, wie ein Krippel. Schaffen wir, kein Problem, schaffen wir. Ich weiß ja noch nicht. Okay, da ist er. Mann, kannst du mal aufhören? Ich will dich treffen. Und der kommt hier so doof hoch, weil er... Oh, eine geistige Schwäche hat oder so. Ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Brauchen wir den Leiter dran oder was? Guck mal, wir haben unseren Speer hier. Kann ich mal? Danke. Nein, kann ich anscheinend nicht. Du bist ja richtig aggressiv drauf, Kumpel. Du bist ja richtig aggressiv drauf. Jawohl, okay. Kein Problem, wir haben ihn. Von uns anzutreten. Zieh mal ein bisschen schneller. Das ist so, funktioniert das mit dir nicht. Du musst schon. Jo, danke, danke. Okay, müssen wir zu ihnen im Wasser? Das ist. Okay, okay. Okay. Lukas der Große? Muss ich zu dir ins Wasser? Das Ding ist, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Wenn er uns reinzieht, dann. Wir sind aber weit weg von unserem Fluss. Oh mein Gott, ich bin so nervös. Was ist denn hier los? Das habe ich mir einfach. Hier ist er vor uns direkt. Okay, fuck. Läuft alles andere wie geplant. Das kann ich euch schon mal sagen. Und dann trifft er hier nur unser eigenes Floß. Was ist los? Herr von dem Anzugträger, warum hast du gepiept? Jo, 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 jo. Okay, gib mir das. Meine Güte, der Lebensdrang, Linksatmung, Boost gegen. Okay, gut, danke. Hä? Was? Der macht Kehrtwendung innerhalb von einer Sekunde. Wie soll ich das denn schaffen, Alter? Lass mich mal kurz, lass mich mal kurz. Oh nee, Leute, ich sehe da ganz grau für uns gerade. Ganz schwarz sehe ich da für uns. Eieieiei. Kannst du mich mal kurz hier Essen suchen gehen? Danke. Okay, das wird, beschissen wird das. Ess mal alles, was du kannst. Eieieiei. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Nein, wir werden sterben. Wann habe ich abgespeichert? Wann habe ich das jetzt mal abgespeichert? Scheiße. Scheiße. Leute. Miserabel. Ich sehe es schon kommen. Ich versuche mich gerade nur noch zu retten. Herr von uns Anzugträger. Der kommt von der Seite. Kannst du mal dein Leben. Wow. Meine Güte, das habe ich mit. Nein, 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 nein. Kannst du mich mal kurz in Ruhe lassen? Ich muss hier Dinge planen. Plan, 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 plan. Wo ist unser Trinken? Wir haben Durst, wir haben Durst, wir haben Durst. Meine Güte. Nein. Trink, Herr von uns. Trink, 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 trink. Okay, und jetzt leb mal, leb mal, leb mal wieder, bitte. Boah, wir haben nicht mal die Hälfte von seinem Leben. Er hat aber unser Leben schon bis über die... Da ist er. Und jetzt sind wir tot, weil ich sehe ihn einfach auch gar nicht. Herrlich, super, wundervoll. Warum hat er... Entschuldigung mal bitte, warum hat er so einen riesen Tentakeln? Glipschi, Glipschi. Vorhin, der macht ja eine Kehrtwende vom Feinsten. Ist das der Schwerste? Habe ich mir den Schwersten hier rausgesucht? Was ist hier los? Oh, nee, wir können nicht stehen bleiben, wir können nicht stehen bleiben.
Wow, wow, wow! Hat er sich wieder eingegangen? Nee, natürlich nicht. Nee, nee, der kriegt sich nicht wieder ein. Nein, ich treffe den. Keine Chance, den zu treffen, Leute. Keine Chance, weil der macht eine Kehrtwendung und... Ach, Herr von und zu Anzugsträger, Alter. Wenn du mal einmal nicht besoffen wärst. Ist nicht zu viel verlangt, mal nüchtern hier ins Spiel zu kommen, oder? Ach Gott. Habt ihr... Okay, müssen wir den im Wasser kriegen, oder was? Ja, Leute, da ging ich echt davon aus, dass ihr gut vorbereitet. Ich bin so angespannt. Oh mein Gott. Ich bin davon ausgegangen, dass wir sehr gut vorbereitet sind. Dem war nicht so. Memo an mich. Das ist ein Riesenkeimer. Scheiße. Richtig. Was, da fiel mir jetzt ehrlich gesagt die Worte. Weil ich dachte, wir sind so krass vorbereitet. Wo habe ich denn das letzte Mal abgespeichert? Scheiße. Ah, bitte lass uns... Wo habe ich das letzte Mal abgespeichert? Okay. Zu Hause anscheinend, das ist okay. Guck mal, wir sind gestartet, als es ihm wundervoll ging. Ihm ging super. Nee, lass mal kurz. Lass mal, oder? Warte mal, wie spät haben wir es denn? 12 Uhr, nee, ist nicht gut. Ist nicht gut, Leute. Boah. Komplette Überforderung. Was habe ich denn gesagt? Durcheinander jetzt. Ich drehe mal wieder das Floß, fahre uns dahin. Und wir versuchen es nochmal. Aber im Wasser diesmal. Wir hat nicht lange gedauert, hat nur 5 Minuten gebraucht, die Fahrt. Das, daran soll es nicht liegen, dass wir es nochmal machen. Aber Event. Ne, mein Kameraakku hält noch ein paar Minuten. Oh, das war ja Blamage pur. Da dachte ich, wir sind so gut vorbereitet. Krass, hätte ich nicht gedacht. Puh, da muss ich jetzt einfach von runterkommen. Wie kriegen wir den denn jetzt K.O.? Das ist der Beste vom Besten, wa? Also. Da war ja der Maggie, war ja dagegen gar nichts. Gar nichts war Maggie dagegen. Fahren wir erstmal ein bisschen. Wir quatschen jetzt noch kurz, weil ich muss erstmal runterkommen. Wir müssen da lang, das weiß ich. Aber wir müssen hier erstmal dran vorbei, so. Oh, oh, oh. Ich mach Brainstorming. Ich mach Brainstorming. Ich habe zwar kein Brain, aber ich mach Storming. Ich habe gar keine Ahnung, wie wir den jetzt hinkriegen. Ich dachte. Oh, ich sollte. Also, ich da wollte schon wieder sagen, ich dachte, aber ich sollte aufhören zu denken. Oh, das ist auch noch so ein Problem mit dem Herrn von und zu Anzugsträger. So, fahren wir einfach erstmal. So, wie machen wir es? Das Ding ist, ich dachte, wir wären gut vorbereitet. Waren wir aber nicht. Waren wir nicht. Deswegen, wir lassen den einfach mal fahren, weil wir müssen eigentlich nur geradeaus. Wir essen jetzt kurz mal was. Damit das Herz sich mal auffüllt. Weil, wisst ihr? Damit wir da nicht schon halb K.O. ankommen. Vielleicht war das der Fehler. Vielleicht war auch mein Nicht-Können das Fehler. Wer weiß. Okay, das war ja... Bin ich überfordert gerade. Deswegen, wir müssen jetzt mal kurz uns anders ausrüsten. Das war nicht genug. Das war nicht genug. Den nehmen wir mal auf die Hand. Das. Boah, das ist mir direkt im Magen geschlagen. Ich glaube, ich muss gleich erstmal Bäuerchen machen. Das ist nicht gut. Das ist doch perfekt vorbereitet. Was will der denn? Oh, ich glaube, ich muss wirklich ausstoßen. Oh, mein Magen ist nämlich empfindlich. Das sage ich euch. Stress schlägt mir sofort auf den Magen. Wow, wow, wow. Eventuell wird das eine 5-Stunden-Folge. Mal gucken. Guck mal, wir haben ja jetzt schon gar keinen Platz mehr auf der Hand. 2 Pfeile. Ach so, den Pfeil, da brauchen wir gar nicht, weil das ist nur für einen Bogen anscheinend, der Pfeil. Den packen wir mal wieder außer Hand. Okay, dafür nehmen wir... Was nehmen wir dafür auf die Hand? Oh, ich zitter richtig. Meine Güte. Wir nehmen die Dinger mal auf die Hand. Das Problem ist, wir kamen ja gar nicht dazu, dass die zu schießen, weil wir ständig ins Wasser gezogen wurden. Aber vielleicht sollte ich mal keine Angst vor dem Wasser haben und einfach mal aus dem Wasser, im Wasser kämpfen, oder? Okay, wir müssen ein bisschen rechts, glaube ich. Jetzt müsst ihr mit bei der Fahrt...
damit wir zusammen wieder runterkommen. Eben bin ich alleine gefahren. Ich weiß, aber jetzt muss ich ein bisschen erstmal runterkommen wieder und wir müssen mal Pläne zusammen machen, auch wenn ich hier irgendwie mit mir selbst rede. Okay, ich springe ins Wasser. Ich springe diesmal ins Wasser und wir attackieren ihn vom Wasser aus. Wir können ja mehrere Versuche. Ja, man müssen wir ja, ne? Wenn wir sterben, brauchen wir mehrere Versuche. Oh Mann, das war krass. Das war krass. Und wir sind so schnell draufgegangen. Damit habe ich nicht gerechnet. So. Herr von uns Anzugsträger, zeig mal her. Wie geht's denn dir? Okay, voll, voll. Wir sind richtig voll. Mach mal hier, Mann, ey. Nie haben wir Platz auffahren. Kannst du mal hier ruhig. Wir haben hier nirgendwo Platz. So, pack mal das jetzt hier hin. So. Nimm mal eine Alu. Erstmal, super. Freut mich für dich. Wäre schön, wenn du es jetzt auch hinkriegst und dich nicht wie so ein Vollidiot anstellst. Okay. Ist noch nicht in Sicht? Okay. Kanister brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Das hier. Okay. 4, 4, 4, 4. Boah, Leute, damit müssen wir es mal hinkriegen. Ihm geht's perfekt. Ihm geht's bessere Voraussetzungen können wir nicht haben. Wir müssen nur schneller agieren, besser agieren, schneller und besser. Ich dachte, dieses Floß, wenn wir einen riesen Floß haben, werden wir das ohne Probleme schaffen. Dem ist aber leider nicht so. Dem ist definitiv nicht so. Der zieht uns einfach übers Floß drüber. Ist dem voll egal. Aber komplett. So, wartet mal. Irgendwo hier muss gleich kommen. Ja gut, ist der Bild. Ist mein Bildschirm jetzt dreckig oder ist es da? Ich glaube, da kommt's, ne? Ja, okay. Okay, aber es wird dunkel, Leute, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das kann wieder außer Hand. Nimm mal den einzelnen Speer jetzt einfach auf Hand. Ist ja egal. Wo haben wir den anderen jetzt hingepackt? Okay, das werden wir doch wohl hinkriegen, oder? Hier. Okay, den können wir nicht mehr. Okay. Wir müssen wieder mit den Steinsperren anfangen. Okay. Ich will dich eh nicht in der Hand haben. Da hinten kommt es. Fahr mal noch ein bisschen rechts davon und zu Anzugträger, bitte. Wie schaffen wir das? So, und jetzt mach mal hier kurz das hier und dann geh mal dahin, weil ich mach mal Yalla hier bitte. Ich habe hier gar keine Zeit jetzt gerade. Sollten wir ein bisschen Abstand davon nehmen oder nicht? Oder doch? Oder ich bin komplett überfragt. Das ist aber auch ein Riesending. Das ist der Große, ja? Lukas der Große oder was da auch immer stand. Die Sonne blendet ganz schön. Entschuldigung, mal Spiel, bitte. Eigentlich ist es nicht schlimm, dass es dunkel wird, weil man sieht den. Der ist ja so groß, den sieht man. Gar kein Thema. Das dauert noch so lange. Los jetzt. Okay, da kommt es. Da kommt es, da kommt es, da kommt es. Kriegen wir hin. Gar kein Thema. Früher oder später kriegen wir es hin. Jetzt weiß ich ja, worum es geht, ne? Jetzt weiß ich ja, worum es geht. Okay. Ich bin ein bisschen nervös, aufgeregt und absolut schockiert. Mach mal hier hin. Ich will kämpfen, ich will Blut sehen. Aber nicht von Herr von uns Anzug. Der muss trinken. Trink mal noch. Ja, okay. Okay, wir haben volle Herzen, wir haben alles voll. Also, wenn es wieder nichts wird, dann ist es eure Schuld, weil ihr mir nicht helft. Haha. Nee, das müssen wir doch wohl hinkriegen, oder? Komm schon, noch ein kleines Stückchen. Schlaf, Kindchen, schlaf. Deine Mutter liegt im Grab. Dein Vater schlachtet. Okay. Weiter, weiter, noch ein kleines Stückchen. Ich will nur noch ein kleines Stückchen. Ja. So langsam wird's. Sollten wir da ganz ranfahren? Eigentlich schon, ne? Weil der ist ja da die ganze Zeit eigentlich über gewesen. Aber ihr müsst mal darauf achten, was der für eine Kehrtwendung. Der schwimmt da lang und auf einmal zack geht er da lang. Also, so eine Kehrtwendung kriege ich mit meinem Floß nicht hin. Okay. Ist okay, reicht, reicht, reicht. Anker. Luska. Luska? Steht da Luska?
Warte, jetzt ist andere Schluss. Anker auch noch. Und dann, wir versuchen es vom Wasser aus, meine Lieben. Wir versuchen es vom Wasser aus. Weil ich bin kein Feigling. Ich bin kein Feigling. Feigling. Boah, das ist ein bisschen zu weit weg. Oder ist das zu weit weg? Das ist zu weit weg. Das ist mir zu weit weg. Sorry, Leute. Nochmal ein bisschen näher ran. Wir brauchen hier perfekte Voraussetzungen, brauchen wir. Noch ein klitzekleines Stückchen. Okay, reicht. So, jetzt nochmal volle Konzentration, meine Lieben. Volle Konzentration. Warte, müssen wir das Segel hier noch machen. Und den Anker und dann... Licht ist angegangen. Okay. Luska, wo bist du? Okay, vom Wasser aus, Leute. Vom Wasser aus. Ist er das? Ist er das? Es ist er. Er ist es. Er ist es. Okay. Luska. Beifuß hier. Jetzt auch bei... Oh, ekelhaft, wenn ich das schon höre, da kommen wir jetzt kotzen. Ist das Luska? Luska? Jawohl. Ah, wir haben nicht... Ah, ich verstehe nicht, wo man ihn treffen muss. Nur beim oberen Körper, oder was? Nur beim oberen Körper? Ja, okay. Kein Problem. Kein Problem. Nur den oberen... Nur den oberen Körper können wir treffen. Das ist kein Thema. Jetzt wissen wir es. Nicht die Tentakel treffen. Den Körper. Getroffen. Okay, zieh mich ins Wasser. Ich habe keine Angst vor dir. Geh mal hoch hier von uns an zu Trigger. Geh mal hoch hier. Okay, bevor wir oben sind, hat er uns wieder runtergezogen. Jo, habe ich mir gedacht. Wo bist du? Da bist du. Nicht getroffen. Wir müssen uns beim Treffen konzentrieren, Leute. Ja gut, geht noch. Okay, getroffen, sehr gut. Oh, ist egal. Hier, vor uns ist er direkt. Oh, getroffen. Weg da. Herr von uns, schwimm nochmal schneller. Hoch da mit dir. Okay. Okay, es läuft gut. Rede ich mir ein, dann passt das auch. Okay, hier ist er. Oh, wir haben getroffen. Weg. Nein, zieh uns nicht rein. Herr von uns, Risiker. Okay, passt. Check. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Wo bist du? Lukas! Oh, okay, Lukas hat uns aber gesehen. Gar kein Thema. Wo bist du? Da ist er. Nee, ich sehe ihn nicht mehr. Da ist er. Getroffen. Oh, er hat uns auch getroffen. Okay, kein Problem. Och, Herr von uns, Anzugsträger. Ich baue dir hier eine Treppe ran. Oder einen Fahrstuhl. Ja, was soll ich... Ja, geil. Er lässt nicht los. Und wir saufen jetzt? Oder was ist hier los jetzt? Wo ist unser Floß? Wir bluten. Das ist nicht schlimm. Wir sind vorbereitet. Wir bluten. Nicht schlimm. Alles unter Kontrolle. Wow, wie geil. Wir haben noch richtig viel Leben. Okay. Waffe. Oh, hoch damit. Okay. Neue Konzentration. Durchatmen. Okay. Und los. Da ist er. Getroffen. Nicht getroffen. Oh. Das ist gefährlich. Also, der kann uns auch richtig mitziehen und festhalten. Was unsere Chance aber dann ist, dass wir ihn angreifen, während er uns hat. Das ist gut. Au. Oh mein Gott, bin ich überhaupt noch in der Kamera drin? Ich habe gar keine Ahnung gerade. Ist mir auch vollkommen egal. Ich will den Lukas jetzt hier, der Große, schaffen. Okay. So treffen wir. Haben wir ihn getroffen oder nicht? Ich habe nicht drauf geachtet, leider. Aber wenn er uns hat, können wir ihn vielleicht auch treffen. Ich bin mir da jetzt nicht zu 100% sicher. Luska, na komm schon. Hör auf damit. Das ist nicht okay für dich. Bluten wir noch? Gesund. Sonnencreme. Okay, passt. Luska, da ist er. Oh Gott, ich verschwende so unsere Speere. Scheiße. Ist er das? Mein Gott. Das Problem ist, ich treffe seinen Tentakel, aber ihn nicht. Getroffen. Das ist unfair, Spiel. Das ist so unfair. Jetzt haben wir ihn getroffen. Nochmal getroffen. Okay. Der hat immer noch die Hälfte seines Lebens. Ich will nicht bei uns gucken. Okay. Läuft gut. Aber wir haben keine Sperre mehr. Der frisst aber auch unheimlich viel. Das kann ich... Wo bist du? Da ist er. Boah, ich glaube, wir haben ihn getroffen. Ich bin schon aufgeregt.
sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es besser wäre, wenn es hell ist. Eventuell, aber eigentlich sieht man ihn, wenn er denn da ist. Nein, 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 nein. Oh Gott, meine Nase juckt mir so sehr. Da ist er. Was? Nicht getroffen, was? Nicht getroffen. Luska, hier bei Fuß. Hier bei Fuß, da ist er. Okay, keine Ahnung, wie oft wir getroffen haben, ob wir getroffen haben, aber er hat geschrien auf jeden Fall. Ich bin zu nervös, ich bin viel zu nervös. Scheiße, wir haben keine Speere mehr. Ach du meine Güte, haben wir hier irgendwann noch Speere? Luska, kannst du mich mal kurz in Ruhe lassen? Dass der hier von der Seite nicht hochkommt, ist erbärmlich. Das ist, macht mich so aggressiv. Lass dir Zeit, Herr von Plantry. Kraul einfach ein bisschen. Wir haben hier zwar gar keine Waffe mehr gerade auf der Hand. Luska, lass mich mal kurz hier in Ruhe. Wir brauchen... Haben wir nicht. Scheiße. Der kann doch nicht so viel fressen von unser... Aua! Okay, super. Wir sind am Arsch. Aber jetzt sind wir richtig am Arsch. Nicht nur ein bisschen, sondern richtig. Okay, okay, okay. Hab ihn getroffen. Nochmal getroffen, sehr schön. Aber jetzt haben wir gar nichts mehr. Wir sind nichts und wir haben nichts mehr. Gar nichts. Weshalb wir jetzt zu ihnen ins Wasser müssen. Hey, super. Oh, er erholt uns schon. Aber ich, wie soll ich an seinen Kopf rankommen? Okay, wir müssen... Wir müssen erstmal aufs Schloss wieder zurück, Mann. Mach mal hier hin. Boah, bin ich gestresst. Wo ist er? Da. Wir müssen irgendwie an... Ja, der ist ja viel zu schnell für uns. Viel zu schnell. Wir müssen genau... Mann, Alter, lass mich doch mal... unsere Speere, nimm ihn dir. Hast du die wenigstens... Der hat dich keinen einzigen Speer genommen, obwohl ich E gedrückt habe. Das wäre unsere Chance gewesen und wir haben sie komplett versaut. Komplett. Alter, ich bring den Typen höchstpersönlich um. Diesen Vollidioten hier. Geh doch mal da hoch. Alter, Alter. Oh mein Gott, braucht der eine Treppe da dran, dass er hochkommt oder was? Keine Ahnung, keine Ahnung. Ja. Mein Gott, bin ich wütend auf den. Nimm dir doch mal den Speer. Keine Chance, an unsere Speere ranzukommen. Luska! Luska, komm hierher. Herr von dem Anzugträger, unsere Speere! Okay, mir fehlen echt die Worte. Mir fehlen sowas von die Worte. Das ist ja der Wahnsinn. Wie beschissen der sich spielen lässt. Ich bin so wütend gerade. Nee, zu spät, zu spät, zu spät. Nimm dir doch einfach deine Speere, Mann. Wir brauchen die doch. Die, guck mal, und der ist halt so lahmarschig, Alter, dass man nicht hinterherkommt. Mann, ey. Herr von Johnson, du hast mich noch nie so wütend gemacht. Aber noch nie so wütend. Ja, ja, schön. Keine Chance, unsere Speere wieder zu kriegen. Keine Chance, unsere Speere wieder zu kriegen. Ich werde verrückt hier. Und bist du schon halb tot? Schön, freut mich für dich. Das freut mich. Mach ja gleich hier, ey. Und raschierisch ausgleich. Können wir hier jetzt irgendwie Speere machen? Mach mal hier einen Speer. Ja, noch einen. Okay, 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 okay. Kein Problem. Lass dir Zeit, davon uns anzuträgen. Das kann ich jetzt gebrauchen. Ist ja nicht so, dass ich schon auf 180 mit dir bin. Okay, wir haben dreimal getroffen. Drei Speere, dreimal getroffen. Das ist eine gute... ja, ist gut auf jeden Fall. Juckt zwar hier niemanden. Okay, wir beide haben noch Hälfte des Lebens, ne? Er und wir. Wer wird gewinnen? Haha. Haha, haha. Lustig, ja, von uns zu antworten. Ja, richtig lustig. Mann, haben wir gelacht. Da hoch, mach jetzt hier keine Albernheiten und ess mal. Und in Bewegung bleiben, Herr von uns so anzutreten. In Bewegung bleiben. Trinken. Trinken. Ah, scheiße.
Ah, okay, wir müssen irgendwie an unsere Speere kommen. Das kann doch nicht sein, dass wir... Wir hatten so viele Speere dabei. Oh, Alter. Bitte, bitte. Ich lösche dieses Spiel. Ich werde es nie wieder spielen, weil er sich einfach anstellt wie so ein... Wofür baut man Floß, wenn er da nicht raufkommt? Wofür, Leute? Wofür? Ihr merkt schon, richtig sauer. Oh, jetzt fällt er da auch noch durchs Loch. Lukas, wo bist du? Luska. Ich brauche meine Speere wieder. Gar keine Chance sonst. Aber wo bist du? Da? Okay, er kommt hier hoch. Ah, wieder zu langsam. Viel zu langsam, Herr von uns Anzugträger. Ja, ist mir so egal, dass du blutest. Guck mal, man sieht gar nichts. Man sieht einfach nichts. Nichts sieht man. Aber anscheinend, er hat sich ein Speer wieder geholt. Ein Speer, ja? Ja, von uns zu Anzugträger, ein Speer, ja? Ein Speer. Ich blute, oh nein, ich blute, ja. Ist kein Wunder, so wie du dich anstellst, dass du blutest. Hier. Jetzt. Mach doch mal das, was man von dir verlangt. Ja, du stirbst gleich wieder. Wir sind voll abgetrieben, merkt ihr das? Weil der... nicht runterfallen, nicht runterfallen. Luska, 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 Luska. Okay, okay, wir haben getroffen. Aber wir haben natürlich wieder kein Speer. Oh, wenn hier irgendwas mit der Technik gerade nicht stimmt, tut mir voll leid, aber ich bin hier gerade voll drin. Bin ich zu weit vom Mikrofon oder so weg? Keine Ahnung. Ich höre sein Patschen. Ich höre sein Patschen, aber ich sehe ihn nicht. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Das Ding ist, man kann... Da kommt er und dann ist er... Ah, zu spät, sorry, Leute. Aber er macht gleich... Er ist zu schnell. Wenn er da jetzt lang... Genau. Und jetzt müssen wir hier auf ihn warten. Zu spät. Sorry, Leute. Zu spät. Aber der muss ja hier gleich... Nimm dir den Speer. Er hat sich einen Speer genommen. Okay, Herr von dem Anzugträger. Meine Güte. Einer. Er hatte bestimmt wieder nur einen genommen, ne? Herr von dem Anzugträger, wir bräuchten mehrere Speere. So 3, 4, 10.000. Kannst du bitte da hochkommen? Mann, ey. Ein Speer. Hat jemand gewusst, dass die Scheiße so schwer ist? Okay, getroffen, aber er hat uns auch getroffen. Gib mir meine Speere wieder. Ich brauche Speere, 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 Speere. Einer. Einer, Herr von uns Anzugträger. Ja, okay. Ihr habt das Piepen gehört. Wir sind gleich wieder tot. Okay, getroffen. Jo. Okay, keine Chance, Leute. Keine Chance. Noch nicht, auf jeden Fall. Noch nicht. Aua. 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 Okay, wir haben einen Speer wieder auf der Hand. Ein. Super. Ein Speer. Wie sollen wir das schaffen, Herr von uns Anzugträger? Das schaffen wir so nicht. Nein, nein. Jetzt habe ich diesen einen Speer noch verschwendet. Wo bist du? Wo bist du? Ich gebe nicht auf, Leute. Ich gebe nicht auf. Mega. Mach mal deine Kehrtwendung. Mach mal deine... Bitte, bitte, treff uns nicht mehr. Bitte, treff uns nicht mehr. Nein, nein. Wir haben einen Speer in der Hand, bitte. Wir sind weiter wie eben. Das, jetzt können wir jetzt nicht auf. Wir sind weiter wie eben. Wer hätte das gedacht? Warum zum Teufel kommt jetzt hinter mir die Sonne raus? Alter, es ist Winter. Jetzt bin ich auf alles wütend. Ihr merkt schon, auf alles. Aua. Wo bist du? Von und zu Anzugträger, ein Speer doch nur. Ich erwarte doch gar nichts mehr von dir. Nichts erwarte ich mehr von dir. Kann mir jemand sagen, wie man hier zum Teufel schneller auf sein Floß raufkommt? Alter, ist ja ein Witz, ist das. Kein Speer, nichts. Nee, guck mal. Mann, ey, ich bin richtig sauer und traurig jetzt. Wirklich, wirklich wahr. Ich geb's auf, ich gebe auf. Nimm mir jetzt hier einen Strick und häng mich auf. Nee, nicht mich, sondern Herr von und zu Anzugträger häng ich auf. Okay. Okay, ich bin richtig wütend. Ich bin richtig wütend.
Das war's mit der Folge, mein Lieben. Noch einmal versuche ich es nicht. Noch einmal versuche ich es nicht. Wir müssen uns noch besser vorbereiten. Was ich nicht gedacht hätte. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Meine Güte. Ja, mach mal hier Jalla jetzt hier. Komm. Wir speichern jetzt nur noch ab und dann nächste Folge müssen wir uns besser vorbereiten. Und ich bin jetzt richtig eingeschnappt und sauer. Okay. Wir brauchen noch viel mehr Speere. Noch viel, viel mehr. Das Doppelte, das Dreifache, was wir jetzt haben, müssen wir uns noch mal vorbereiten. Meine Güte, bin ich wütend jetzt. Ich habe keine Aggressionsprobleme oder so. Ich doch nicht. Mann, ey, fällt mir nichts mehr zu ein. Nichts mehr. Ja, hier starten wir nächste Folge wieder. Brauche ich gar nicht abspeichern. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.